Hallo Internet, heute erkläre ich euch, was Freifunk an sich überhaupt ist, aber das Ganze natürlich nicht alleine, sondern ich habe eine Verstärkung mitgebracht. Und los geht's. Erst einmal, Freifunk ist ein komplett freies WLAN-Netzwerk. Bedeutet einfach, ihr habt keine Kosten, also müsst nichts bezahlen, ihr habt keine Volumensbeschränkungen, keine Zeitbeschränkungen, könnt es überall und ohne Anmeldung nutzen, frei eben. Freifunk ist ein Netzwerk aus einzelnen Routern, die sich auch miteinander, untereinander verbinden. Das bedeutet also auch, je mehr Leute mitmachen, desto besser, größer und stabiler wird das Freifunknetzwerk. Das Freifunknetz als Ganzes gehört niemandem. Es gibt kein Telekommunikationsunternehmen, das IP-Adressen protokolliert, speichert für Vorratsdatenspeicherung oder ähnliches. Es ist alles frei, offen, aber im Grunde kann man auch sagen, dass es ziemlich sicher abläuft. Denn Freifunk ist alles eine sehr verschlüsselte Kommunikation und da irgendwie gehackt zu werden, passiert auch nicht so schnell. Denn wer vom Freifunk ins Internetnetzwerk hacken will, der kann genauso gut gleich ins normale Internetnetzwerk hacken. Also Sicherheitsrisiko ist das auch nicht. Das ist ja schon mal eine ziemlich gute Sache. Aber natürlich gibt es auch einige Nachteile, die Freifunk mit sich bringt. Zum einen braucht ihr schon mal mindestens ungefähr 20 Euro, um euch den günstigsten Router, der für Freifunk nutzbar ist, kaufen zu können. Das ist nicht ohne, aber 20 Euro, meine Güte, das kann sich ja jeder wohl leisten. Im Grunde kann man sagen, wenn Freifunk perfekt ausgebaut wäre, bräuchten wir zumindest in der Stadt keine Mobilfunk-Flatrates mehr. Moment, hallo Vodafone, ich würde gerne mal meinen Mobilfunkvertrag kündigen. Sie sind schon der 512. Kunde heute, der das zu mir sagt. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Es passiert jetzt gerade. Freifunk, haben Sie das noch nicht mitbekommen? Stellt euch mal vor, wir laufen von Haus zu Haus, von einem Freifunk ins nächste Freifunk. Ey, ich meine, das wäre doch einfach super genial. Allerdings muss dafür Freifunk einfach besser ausgebaut sein. Wie geht das? Teilt dieses Video mit anderen Leuten und allgemein erzählt mehr Leuten von Freifunk, von der Idee, von diesen Videos. Natürlich auch mehr Reichweite für mich, aber einfach im Sinne, Freifunk muss besser ausgebaut werden, weil das hat wirklich Zukunft. Also gut Leute, das soll's gewesen sein mit diesem Video. Mahnungen, Fragen, Anmerkungen, alles gerne unten in die Kommentare. Das soll's gewesen sein. Tschüss, Internet.